Jo, ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Let's Play von OMSI 2. Heute sind wir auf der Karte Grefrath mit den MAN. Und ja, würde ich sagen, schwingen wir uns drin. Und dann geht das auch schon los. Muss auch schnell mal den Kopfhörer-Sound hier ändern. Genau, so, gib ihm. Wir fahren die. Was fahren wir für eine Linie überhaupt? Ah, hier. Die Linie 847. Ja. Die werden wir auch nicht komplett fahren, weil das dauert sonst lange, 20 Minuten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass jemand sich 20 Minuten jetzt das Video reinziehen möchte. So, 847. 08. 70, 00, 02 müsste es sein. Genau. Abfahrt um 12 Uhr. Haben wir hier gleich mit 2 Minuten später rein. So. Gib ihm. Ja, aber eine schöne Wendeschleife auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt mal die Tonqualität vom Spiel ein bisschen leiser gestellt, weil letztes Mal war es ja ganz schön laut gewesen. Genau. Ich denke mal, dass es jetzt passen sollte. Ja, ist eigentlich auch eine ganz coole Linie. Das ist eigentlich auch so eine Stadt-Landstraße. Und genau. Jetzt sag ich mal. Ich weiß nicht, was cooler ist. Tetau ist eigentlich schon cool, aber das ist eigentlich irgendwie nochmal ein Stückchen cooler. Cooler. Ja, ich bin ja immer gespannt, was mit der Map Thüringer Wald wird. Davon gab es ja jetzt auch nichts Neues irgendwie. Als die Payware kommt. Naja, mal gucken, was das in Zukunft wird. So, ich glaube, jetzt fahren wir geradeaus, ja, ne? Ja. Am See ist unsere alte Stelle. Das müsste die sein hier. Ja. Ja, ein bisschen Kopfsteinpflaster, auch cool gemacht, ja. Schon eine schöne Karte mit sehr, sehr vielen Linien, also. Und das ist natürlich kostenlos, ne? Gibt es in der OMSI-Webdist, also auf der Mod-Seite. Könnt ihr euch da downloaden. Aber irgendwie steckt noch keiner ein. Aber hier fahren wir geradeaus. Und hier fahren wir nach links eigentlich. Nee, Quatsch, wir fahren geradeaus. Ich schaue noch mal kurz lieber. Ja, geradeaus müssen wir. Ich lasse die Hilfspfeile auch einfach mal ein.
So. Ja, also irgendwie ist ja heute keiner. Naja, ist halt eine halbe Leerfahrt und nicht schlecht. So, der erste Fahrgast. Hallo. Guten Tag. Ja, sonst was gibt's zu erzählen, an sich eigentlich nicht viel. Ja. Auch zu Fahrzeug, der ist natürlich auch kostenlos, war natürlich der erste Euro 6 Line City von dem einen, glaube ich, in Umsi, wenn ich alles täuscht. Es gibt ja mittlerweile schon den anderen von V3D. Aber den finde ich irgendwie cooler, weil der das coolere Lenkrad. Ja. Ja, würde ich sagen, fahren wir jetzt noch zur Haltestelle Große Heide. Und dann beenden wir das Let's Play. Haben wir wieder ein schönes kurzes Video. Na, passt das, denke ich mal, ganz gut eigentlich. Hätte ich gesagt, ja. Die Ampel ist natürlich jetzt sehr lange rot hier. Unerträglich. Aber bis zur nächsten Haltestelle fahren wir, genau, machen wir das so.
Ich sage, beenden wir das jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.